Ohne das Hauptteil wär's gar nicht so übel. Hallo? Jason, ich muss dich warnen. Mars ist ein großer Krieger, aber Hoyt ist wie ein Dämon. Viele Rakyat haben seine Insel angegriffen. Niemand kam zurück. Einer nach dem anderen, Dennis. Erst war's, dann Hoyt. Was du mir da sagst, ist unmöglich. Das könnte nicht mal ich. Wie war das Sprichwort, Dennis? Für alles gibt es ein erstes Mal. Große Worte. Aber der Doktor meinte, das Boot ist fast fertig. Du wirst bald aufbrechen. Lasst uns allein. Der Krieger kehrt zurück aus dem Reich der Toten. Ich hab dir was mitgebracht. Es ist soweit. Giftig für die Schwachen. Nur der Stärkste wird es überleben. Folge dem Pfad. Du bist furchtlos.
Sag mir, wer ich bin. Du bist ein Krieger. Du lebst für den Kampf. Wer gegen dich antritt, wird sterben und hat es auch nicht anders verdient. Du spürst das Tatao. Du spürst den Dschungel um dich. Du bist Rakyat. Auf der ganzen Insel versklaven Vaas und seine Piraten die Körper und Seelen der Rakyat. Unsere Waffen werden nicht ruhen, bis Vaas zu unseren Füßen liegt. Wir sind die Krieger der Rakyat und ich führe uns zum Sieg! Dich hole ich mir, Vaas. Sprengt überall! Die Sache, ich hab dich nicht hergebeten!
Stell dich! Überraschung, Fickpisser. Du bist ich.
dich, wenn du... Warum stirbst du nicht? Verließ mich. Den Stamm, sein Geburtsrecht. Hoyt Voker lockte ihn fort mit Geld. Drogen. Er wurde ein Monster, aber er blieb doch mein Bruder. Hoyt wird für alles bezahlen, was er dir und meinen Brüdern angetan hat. Ich bringe dir seinen Kopf. Was ist mit deinen Freunden? Wir werden ein Boot nehmen. Ich bleibe bei dir. Das freut mich zu hören. Wie wirst du heute töten? Ich habe einen Spion namens Willis getroffen, der mich auf Hoyts Insel bringen kann. Clever. Die Rakyat werden dich vermissen, wenn du weg bist. Werden Sie das? Komm zurück zu mir. Zu meinem Volk. Bald.
Jason, du willst uns schon verlassen? Dennis, ich... Hast du viel zu tun für Sidra? Wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Ich war einst ein Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Ich habe in einer Autowerkstatt gearbeitet. Die lachten über meinen Akzent. Und der Besitzer wollte mir weniger bezahlen als den anderen Mechanikern, die weniger drauf hatten. Mir, der aufwuchs unter den Generälen von Liberia. Die wollten mich unterbuttern. Aber ich weiß, wer ich bin. Sieh mich jetzt an. Sidra. Sie hat mich befreit. Sie ist bei mir. Viel Glück bei deinem Schicksal. Ich meine, deiner Mission. Ja. Diese Flasche ist leer. Ich brauche eine neue. Bitte. Schnell.